Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come, Oblivion. Sorry, war jetzt ein bisschen verpeilt. Und warum war da jetzt oben das Discord-Overlay? Was sollte das denn jetzt von, ich dachte, ich habe das aus. Ich dachte, ich habe den Streamer-Modus. So, aber wir hatten hier jetzt in der letzten Nacht gepennt gehabt. Hi, wo ist denn eigentlich der Ausgang nochmal? Wo geht's denn raus? Hier. Und ist jetzt auch wieder ein paar Tage her, wo ich gespielt hatte. Ich hänge auch ein bisschen mit den Aufnahmen hinterher. Deswegen, ich muss, glaube ich, schauen, dass ich ein paar Let's Plays vielleicht erst einmal pausiere. Und irgendwie anders vielleicht weitermache. Dass ich vielleicht Götterdämmerung erst einmal pausiere und was ist jetzt eigentlich nochmal meine Aufgabe? Was habe ich jetzt eigentlich als Ziel? Ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich hier so Quests. Aktive Quest, die Täuschung der Sirenen. Ich habe mit Maelona gesprochen, einer Rotwadone. So. Die in Anvil lebt. Anscheinend hat sich eine Bande weiblicher Diebe irgendwo in der Nähe eingenistet. Sie locken Männer mit verheißungsvollen Versprechungen in ihr Bauernhaus und berauben sie ob ihrer Ankunft an ihrer ganzen Habe. Die Männer beschämt das so sehr, dass sie es nicht in Behörden melden. Maelonas Ehemann ist eines der Opfer. Und das soll hier irgendwo sein. Einen Moment, ich gieße mir eben noch ein Energy ein. Habe ich jetzt gerade vergessen, bevor ich mit der Aufnahme starte, ich nehme hier was einzugießen. So, also hier muss das irgendwo sein. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte so. Also hier muss ich irgendwo suchen, oder? So, ich habe weiblich die gehört, die es auf ein Mannsvolk von Anvil abgesehen hat. Obwohl ich nichts genaues in Frage bringen konnte, wies man mich auf Gugan und Maelona, zwei Ortsansässige von Anvil. Gugan scheint mit dieser Sache eng verknüpft zu sein, was immer das auch bedeuten mag. Okay, also Anvil. Müssten wir doch erstmal weiter in die Richtung gehen. Nach Anvil. Und Gugan mal anquatschen. Und da werden wir gleich auch wieder angegriffen. Hoppala. So. Ah, drück immer das Falsche. Na, aber ich werde zusehen, dass ich das erstmal auch bei mir hier auf YouTube wieder auf drei Let's Plays runterschraube. Oder runterbreche oder so. Weil das sind jetzt aktuell 5 Let's Plays. Enderal, Götterdämmerung, Kingdom Come, Oblivion und Tomb Raider. Das ist einfach zu viel für mich. Ich komme da echt nicht mehr hinterher. Daher schraube ich das ein bisschen runter. Sehe zu, dass ich jetzt erstmal wieder 3 Let's Plays mache. Und vielleicht. Ja, also Götterdämmerung wird auf jeden Fall pausiert. So, und hier. Genau, wir wollten zuerst nach Anvil und fragen, wo die Räuberbande ist. Diese Frauenräuberbande. Und das Schlimme ist, ich komme mal auch aktuell mit nicht nur nicht mal mehr hinterher sozusagen mit Aufnahmen, sondern auch ich bringe Folgen durcheinander und so weiter. Ich komme da einfach gar nicht mehr hinterher, sagen wir mal so. Einfach alles hinzukriegen. Dann noch mein Elder Scrolls Serienprojekt, was ich noch mache und so. Ist einfach doch ein bisschen zu viel. Hat mich übermannt. Daher werde ich jetzt
zwei von den Let's Plays, die ich habe, erstmal. Oh, ausgeben. Hallo! Hi, hast du was Neues? Nö. Wäre auch, glaube ich, besser. Vor allem, ich hatte auch ursprünglich, als ich mit YouTube angefangen hatte, so oder so vorgehabt, maximal bei 3 Let's Plays zu sein. Mike weiß viel, sagt manches. Mike weiß viele Dinge, die andere nicht kennen. Alle reden vom Propheten. Seit dem Überfall auf die Kapelle sind die Leute geneigt, fast alles zu glauben. Alle reden vom Propheten. Seit dem Überfall auf die Kapelle sind die Leute geneigt, fast alles zu glauben. Von welchem Propheten? Aber danke, Mike. Wiedersehen. Alter, ist der schnell. Der ist ja richtig schnell. Wie soll man da hinterherkommen? So, aber wir suchen jetzt erstmal Goga. Pferdeflüstererstelle. So, bist du Goga? Nachrichtenbürger. Ja? Nachrichtenbürger, was? Überfall auf die Kapelle von Anvil? Als wir dort eintrafen, war es zu spät. Wir können uns nicht vorstellen, wie sie unter den Augen unserer Patrouillen hinein und hinaus gelangen konnten. Lebt wohl. Ach stimmt, hier war ja die Kapelle da irgendwie angegriffen worden, ne? Anvil-Wache. Noch eine Anvil-Wache. Aber ich wollte jetzt erst einmal mich um Goga kümmern. Anquatschen. Komm, Anvil ist wirklich so eine schöne Stadt, finde ich. Was? Wie geht's? So, wer ist denn Goga? Bist du Goga? Bitte hört mich Mylona, an. Mylona, ne. Diese Hexen. Wie wagen sie es, unseren Männern nachzustellen? Bande. Als Gogan, bei den Damen war, haben sie ihm etwas sehr Wertvolles abgenommen. Nein, nein, es ist nicht, was ihr denkt. Als sie ihn in ihre Lasterhöhle lockten, hatte er ein kostbares Familienerbstück bei sich. Es war ein kleiner Ring, den er am Tage unserer Hochzeit erhalten hatte. Der Ring gehörte meiner Mutter und war seit Generationen in Familienbesitz. Ich gebe euch all mein Geld, um ihn zurückzubekommen. 100 Goldstücke. Könnt ihr uns helfen? Klar, ja. Hab Dank. Ich fürchte, ich kann euch nicht groß helfen, aber ich tue, was ich kann. Okay, Quest aktualisiert die Täuschung der Sirenen. Ich hoffe, die Belohnung ist das Risiko wert. Durch weiteres Nachfragen habe ich herausgefunden, dass Melons Ehemann Gogan ein Familienerbstück bei sich trug. Als er von der Frauenbande überfallen wurde, sie möchte den Ring unbedingt zurückhaben und bietet dem Überbringer 100 Goldstücke. Okay, mehr wo habe ich nicht. Wo ist denn dein Mann? Wo ist denn Gogan? Bist du Gogan? Wilhelm der Wurm? Wie kann ich euch behilflich sein? Indem ihr mir sagt, wo Gogans Haus. Okay, Gogan ist nicht zu Hause. Das heißt, er ist irgendwo unterwegs. Wie geht es euch? Sicher, bis später. Seht euch vor. Wer ist das da? Morgen. Didier Aumidi? Wer ist Gogan oder wo ist Gogan? Guten Tag. Also, Mylona wieder. Olvo ist der Mittellose. Ich habe Hunger. Bitte helf. Na, jetzt ernsthaft, wo ist Gogan? Da sehe ich Nierenwurz. Die Erde hat mit Erfolg Nierenwurz. Perfekt.
Bist du, Wogan? Habt ihr meine Münze? Ihm ist der Dumme. So schwer geworden sind, dass sie den Blick nicht mehr gen Himmel richten können, um der die Wahrheit Puppe zu sehen. Stimmt. So, bist du, Guten Wogan? Tag. Wo muss ich nach ihm suchen? Wo könnte er sein? Akrobatikfertigkeit verbessert, nice. Kämpfergilde wollte ich jetzt nicht rein. Wo ist denn hier eine Taverne? Vielleicht ist er in der Taverne oder so. Eine Münze für einen alten Bettler. Marvins Friedensstifter. Ist er vielleicht hier? Ist das ein Händler? Hallo. Enilrov. Und Varl. Hat Mitleid mit einem alten Kriegsveteran. Wie geht es euch? So, die Grafenwaffen? Oh, Gorgo? Hallo. Was wollt ihr? Federweber? Es ist herrenlos. Hallo. Wie dir? Hallo, mein Herr. Velvin? Guten Tag. Jesan? Wilbur? Ich höre zu, sprecht nur weiter. Mark Gullit ist ein gefährlicher Mann. Er unterrichtet die Magier in der Schule der Zerstörung. Zerstörungszauber können großen Schaden anrichten. Durch dieses Wissen könntet ihr sehr gefährlich werden. Habt ihr Nachrichten aus den anderen Provinzen? Ich nehme an, der Daedra-Kult ist auf der Insel Somerset inzwischen weit verbreitet. Es hat den Anschein, die Insel Somerset ist mittlerweile viel gefährlicher geworden. Schönen Tag. Lasst mich in Ruhe. Nur weiter, ich höre zu. Auf Somerset ist ein krasser Daedra-Kult? Jetzt bin ich wirklich neugierig, was auf Somerset los ist. Ah, Wogan ist zu Hause. Schon zurück? Nanu. Schon zurück? Nanu. Wogan. Was wünscht ihr? Bande. Redet mit Melona. Sie leitet den Rat, Richter, Schöffe und Henker. Redet mit ihr. Womit kann ich euch helfen? Nochmal was zur Bande? Ich kann euch nur sagen, dass ihr in der schwimmenden Schüssel anfangen solltet. Das ist eine Schenke vor den Toren der Stadt, nicht weit vom Wasser. Gogan kann euch vielleicht mehr dazu sagen. Okay. In der schwimmenden Schüssel. Was wünscht ihr? Bande? Ich sehe, meine Frau konnte wieder mal ihren Mund nicht halten. Ja, es stimmt. Ich habe den Familienring an diese Sirenen verloren. Die ganze Sache ist mir zwar sehr peinlich, aber nicht so peinlich, dass ich euch nicht um Hilfe bitten würde. Ich saß in der schwimmenden Schüssel, als die bezauberndste Nord, die ich je sah, und eine ebenso attraktive Kaiservolkfrau eintraten. Wir redeten kurz und dann folgte ich ihnen zu einem Bauernhaus. Drinnen baten sie mich, all meine Sachen und Gegenstände abzulegen. Nun, das tat ich. Und plötzlich zogen sie Waffen und nahmen mir alles. Dann schickten sie mich weg, ohne einen Fetzen am Leibe, diese Dirnen. Bitte helft mir, diesen Ring zurückzubekommen. Ich will damit die Reste meiner Ehe retten. Klar, kein Problem. Ich bin auch nur ein Mann. Wie konnte ich ihnen widerstehen? Und jetzt stecke ich in der Klemme. So, okay, ich weiß schon mal, wo ich suchen muss. Da ist der Ausgang. Manche sagen, dass gewisse Mitglieder der Diebesgilde Warte mal, hier? Zur schwimmenden Schüssel. Wie geht es euch? Es ging schon besser. Wie steht es bei euch? Ich habe schon Hallo. Bessere Zeiten gesehen.
Ich höre zu. Sprecht nur weiter. Regionen von Tamriel? Ich möchte nicht darüber sprechen. Hallo, wie geht's? Habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört? Ich sehe euch hier das erste Mal. Angeblich haben die Dädler die Stadt Aldrun überrannt. Traurig. Die gesamte Stadt ist zerstört. Nun, wenn ihr wollt, können wir dieses kleine Problem lösen. Ihr müsst wissen, Faustina und ich, wir sind auch allein und wir suchen Gesellschaft. Ihr scheint da genau der Richtige zu sein. Ich sage euch etwas. Wir haben eine gemütliche Bauernkarte nicht weit von hier. Dort könnten wir uns, nun, besser kennenlernen. Ich markiere es auf eurer Karte, damit ihr nicht vergesst, wo ihr uns finden könnt. Treffen wir uns dort um 11 Uhr. Ich verspreche euch eine Nacht, an die ihr euch noch lange erinnert. Nächte voll Spaß. Muss ich es wirklich sagen? Ihr seid ein Mann und ich bin eine Frau. Mit einem gewissen Verlangen. Den Rest könnt ihr euch denken. Ja, das Verlangen ist Geld. Boy. Schade. Seht euch vor. Das ist äußerst blöd. Lasst uns nicht warten. Wir können nur ich hasse es zu warten. Was habt ihr zu berichten? Faustina Schadier, Signe Schonbrecker und... Hallo. Ihr solltet wahrscheinlich auch. Scheußliche Biester. Darf ich mal raus? Ich hasse diese Dinger. Seht euch vor. Lasst mich doch einfach mal vorbei. Hallo. Grüße. Wie schön, euch zu sehen. Ja, okay. Gehen wir mal dahin. 11 Uhr wurde gesagt. Sollen wir uns da treffen? Achso, ich muss hier durch. Karahil, der ehrenhafte Anführer der Magiergilde von An... Okay, ich konnte es nicht zu Ende lesen. So, dann... Hier, auf zur Goldküste. Geht nur. Da lang? So. Ach, hier. Da muss ich hin. Okay. Folgt mal dem Weg. Vielleicht führt der dahin. Also ich gehe mal von aus, dass er hier dahin führt. Ich hätte wirklich gern schon auch langsam bessere Rüstung. Da haben wir schon Wolf. Okay, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. So, was sagten die Uhr? 3.49 Uhr. Ich glaube nicht, dass die jetzt schon da sein werden, oder? Ich bin in den Gebeten angekommen. Ich sollte das zentrale Bauernhaus betreten. Die Tür ist abgeschlossen und anscheinend ist niemand zu Hause. Natürlich ist da auch wieder ein Oblivion-Tor.
Kann ich hier rasten? Ja. So, warte mal. Was wurde gesagt? Wie spät? Signy Homewrecker hat mich in Begleitung von Faustina Katia an der schwimmenden Schlüssel getroffen. Sie hat mich beziert, sie heute Nacht um 23 Uhr in ihrem Bauernhaus für eine unvergessliche Nacht zu treffen. Ich habe mich entschieden, dieses verlockende Angebot anzunehmen, da ich dadurch den Standort ihres Verstecks erfahre. Das Bauernhaus scheint sich gleich außerhalb von Anvils in einer Siedlung namens Geweden zu befinden. Okay, bis 23 Uhr. So, 6 Stunden. Die Tür ist abgeschlossen und anscheinend ist niemand zu Hause. Wie spät ist es denn? Ah, jetzt geht's. Ich sehe, ihr nehmt unser Angebot an. Gut, ich freue mich, euch zu sehen. Genie wird bald hier sein. Bis dahin finden wir sicher etwas, um uns die Zeit zu vertreiben. Das ist doch sicher unbequem, so eingepackt dazustehen, nicht wahr? Warum legt ihr nicht alles ab und legt die Sachen dort auf den Tisch? Ich fürchte nicht. Was? Wovon redet ihr? Wollt ihr keinen Spaß haben? Kommt, nur nicht zu schüchtern. Oder seid ihr wegen etwas anderem hier? Ich bin wegen Gogans Ring hier. Ich hab's gewusst. Ihr arbeitet für die Stadtwache, nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass sie so dumm sind, jemanden allein zu schicken. Aber sei's drum. Ich hätte es ahnen müssen, als der Hehler meinte, der blöde Ring ist nicht echt. Billiger Schund. Das gehörte sicher alles zum Plan der Wache. Mal herhören, Mädels. Hier ist einer, der nicht parieren will. Jo, wieso sind da... Okay, die erste haben wir erledigt. Ich habe ja schon gegen... Alter, wie ist die Schlimmste? Alter, was ein Kampf. Nachdem ich das Bauernhaus betrat, begegnete mir Faustina, die mich dazu bringen wollte, meine Waffen, Rüstung und Kleider abzulegen. Ich wusste, dass dies eine List war und weigerte mich. Sie stieß einen Schrei aus und schon betrat der Rest der Bande den Raum, voll bewaffnet und kampfbereit. Ich hatte keine Wahl, ich musste sie alle töten. Wir dachten uns schon, dass euch der Anblick unserer echten Uniform überraschen würde. Ich sehe, dass ihr etwas verwirrt seid. Nur zu. Gogan und ich sind eigentlich Mitglieder der Stadtwache von Anvil. Man könnte sagen, wir sind so etwas wie Spione. Seit Monaten versuchen wir schon, Faustinas Bande auszuschalten. Doch jedes Mal, wenn wir eins ihrer Opfer befragen, weigern sich die Männer zu reden. Genau aus diesem Grunde haben die Frauen es ja auf verheiratete Männer abgesehen. Also wurde beschlossen, einen Fremden auf die Bande anzusetzen. Ihr seid perfekt für diese Rolle. Schade, dass es mit so viel Gewalt enden musste. Aber früher oder später musste jemand verletzt werden. Was ist mit Faustina? Wir machen hier sauber. Kümmert euch nicht darum. Ihr hattet sicher keine Wahl. Schaut vorbei, wenn es euch wieder einmal nach Anvil verschlägt. Und bitte gebt unsere wahre Identität niemandem preis. Ihr habt euch bewährt. Und hier die Belohnung, die ich euch versprach. Und noch etwas mehr. 200 Gold. Okay, danke schön. Darf ich looten? Verprasst nicht die ganze Belohnung auf einmal. Das will ich haben. Witz-Splitterdolch. Was? Schlüssel für Gwedens. Gold. So, dann Stahldolch. Schlüssel für Gweden. Nochmal 11 Gold.
Ich habe hier eine Menge zu tun. Wir können uns später in Anville unterhalten. Gerade etwas beschäftigt. Haben hier sauber gemacht. Noch ist hier nicht sauber. Verzeiht, ich kann jetzt nicht sprechen. Geöffnet mit Schlüssel. Und was soll denn hier sein? Hier gibt es auf jeden Fall was zu futtern. Kaufmannshemd, Ernests schicke Hosen. Okay, Goldnagel nehmen wir mit. Makelloser Smaragd nehmen wir mit. Mist. So, Silbernagel, Kupferring, Jade, Saphirring. Heinrichs Hose. Heinrichs Hemd. Pinarus Hemd. Ein Brief. Ich kann es kaum erwarten, dich heute Abend zu sehen. Den ganzen Tag verbringe ich damit, an unsere nächste Begegnung zu denken. Bald werden wir verheiratet sein. Dann bleiben wir für immer zusammen. Deine wahre Liebe. Okay, Pinarus. Pinarus Heinrich. So, was gibt's hier? Garn, Hufschmiedehose. Ein Süßkuchen. Verzeiht, ich kann jetzt nicht sprechen. Ja, ich wollte eigentlich raus. Kann ich die Hütte jetzt behalten eigentlich? So, eure Magie reicht nicht aus. Haben wir noch eine Quest offen? Aktive haben wir jetzt nicht. Ich habe Synderion die ersten 10 Exemplare der Nierenwurst gegeben. Wenn ich eine mittlere Form des Elixiers der Erforschung wolle, bräuchte er 2 Exemplare mehr. Aleron schuldete einem orkischen Bucherer namens Kurdan Grodragol eine erhebliche Geldsumme. Er ging vor einem Tag zu ihm, um einen Zahlungsaufschub aufzulegen, und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Kurdan Grodragol geht oft in die nahegelegene einsame Freierunterkunft. Vielleicht sollte ich ihm dort einen Besuch abstatten. Tränen des Retters, betrunkener Ruhestörer. Magath sagte mir, dass sie eine Anfängerin der Alchemiekunst sei und deshalb die Gegend oft nach Zutaten durchstreift. Wenn jemand Minotaurenhörner oder Ogerzähne für sie finden könnte, würde sie dafür bezahlen. Wen die Götter ärgern, mir kommen seltsame Berichte von merkwürdigen Geräuschen und Gerüchen zu Ohren, die aus dem Bereich um Rosentia Galenos Haus hier in Layavin kommen. Vielleicht sollte ich die Sachen untersuchen. Graf Marius Carus wegen eines Orks namens Mazoka auf Schloss Layavin besorgt. Layavin will ich noch nicht machen. Ich guck mal, ob ich irgendwas... ich habe Velvin Benirus gefunden. Er bietet hier in Anville ein Herrenhaus zum Verkauf an. Ich sollte ihn weiter befragen, um den Verkaufspreis zu erfahren. Komm, machen wir das. Ich würde gern wissen, wie viel so ein Haus hier kostet. Dann hätte ich vielleicht in Anville sogar mein erstes Haus. Vielleicht auch am besten warten wir mal so 7 Stunden, würde ich sagen. Damit es wieder hell ist. Und die Läden alle aufhaben. Okay, Gesundheit ist eh voll. So.
Mist! Toll, ich hatte jetzt gehofft gehabt, so die Musik bleibt. So, wo muss ich hin? Wegen dem Anwesen, wegen dem Haus? Hier dann? Hallo, mein Herr. Diese Villa steht nach wie vor zum Kauf, wenn ihr interessiert seid. Herrenhaus? Wenn ihr Haus Benirus kaufen wollt, könnt ihr es nach wie vor für wenig Geld haben. Aber bitte keine Fragen. Wie sieht es aus? 2000... Ja? Hey, ihr habt nicht einmal genug Geld. Verschwendet nicht meine Zeit. Ach, hab ich nicht? Bis ihr es habt. Okay, ich guck mal, wem ich dann die Sachen verkaufen kann, die ich habe. Dann hätten wir hier endlich unser erstes Haus. Was wollt ihr? Ich will Sachen verkaufen. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. So, die Kriegsaxt. Den eisernen. Ein gutes Geschäft. Stahldolch. Noch ein Stahldolch. Das klingt nach. Wie nur. Achso, ich dachte schon, das wäre der Wert. So, Kleidung, was haben wir hier? Lederbeinschienen. Das klingt ein gut. Das ist. Goldnugget. Das klingt nach einem angemessenen. Das verkaufen wir auch nochmal. Und. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Ja. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Mirabelle Monet ist eine patente Frau. Ihr könnt jeden Seemann im Vorschiff fragen. Okay. Seht danke. Euch vor. So, gehen wir uns ein Haus kaufen. Nein, nicht die Waffe. Diese Villa steht nach wie vor zum Kauf, wenn ihr interessiert seid. Wenn ihr Haus Benirus kaufen wollt, könnt ihr es nach wie vor für wenig Geld haben. Aber bitte keine Fragen. Wie sieht es aus? Ja, hier jetzt. Hey, ihr habt nicht einmal genug Geld. Verschwendet nicht meine Zeit, bis ihr es habt. Ich hab doch 2000. Seid gegrüßt. Guten Morgen. Diese Villa steht nach wie vor zum. Wenn ihr. 2500 Goldstücke. Die hab ich. Ey. Morgen. Gruß euch. Ich habe Velvin Benito getroffen. Er bietet hier einen Anwalt ein Herrenhaus zu verkaufen. Soll ich ihn weiter befragen? Diese Villa steht nah. Ich weiß nicht, was ich von dem Überfall auf die Kapelle halte. Wenn ihr Haus Ich bin täglich von Mittag. Hallo? Wieso kann ich da draußen nicht kaufen? Ich hab doch Geld. Wie schön, euch zu sehen. Was habt ihr für Neuigkeiten? Manche Leute berichten von Begegnungen mit Goblins in dieser Gegend vor gar Hallo, nicht langer Zeit. Hallo, mein Herr. Diese Villa steht... Ja, jetzt noch Wenn mal? Ihr Haus... Hey. Ich kann Hä? Den Anblick dieser Biester nicht ertragen. Ihr seid's. Hi. Hi. Wieso kann ich da draußen nicht kaufen? Scheiß drauf, dann, So, hier Lea Wien. Das ist das, wo...
die Pilgerfahrt. So, ich habe Gerüchte von einem Überfall auf die Kapelle von Dibella in Anvil gehört. Niemand scheint zu wissen, was geschehen ist. Aber alle Priester und Priesterinnen wurden getötet und die Altäre entweiht. Sollte vielleicht nach Anvil gehen. Ja, komm, machen wir das. Dann machen wir erst einmal das. Jetzt fängt schon wieder an zu regnen. Jetzt doch ein bisschen gestört. Da steht also wirklich mit dem Geld 2000. Da stand 2500. Ich habe 2800. Der nicht fallen kann. Meine Güte, was verschafft mir diese Ehre? Ich bin doch nur ein einfacher Prophet. Was wollt ihr von mir? 8 und 1er. Überfall auf die Kap. Komm, ich frag mal. Einst existierten die göttlichen 8. Dann wurde Tiber Septim zu Talos. Und die 8 wurden 9. Ich folge dem alten Weg und ehre die 8, während ich auch Talos Ehre zukommen lasse, den Aufgestiegenen. Dies ist nur der Anfang. Umaril ist zurückgekehrt, wie von Pelinal Weißplanke vorausgesagt, als er im Sterben lag. Oh, komm, wir machen wie mal die Quest hier auf. Umaril, wer ist das? Umaril, der ungefederte Magierkönig der Eileiden, der lange Zeit vor dem Aufstieg der Menschheit über dieses Land herrschte. Er wurde von Pelinal Weißplanke niedergestreckt. Aber der Geist von Umaril überlebte und jetzt ist er zurückgekehrt, um an den Göttern Rache zu üben. Und wer ist Pelinal Weißplanke? Erinnert sich denn niemand an die alten Sagen? Der heilige Pelinal, der legendäre göttliche Kreuzritter, Gefährte von Alessia, als diese die Herrschaft der Eileiden vor 3000 Jahren stürzte. Mit Hilfe der Götter kämpfte Pelinal gegen den Eileiden-Magierkönig Umaril und erschlug ihn. Aber der Geist von Umaril lebte weiter und nun ist er zurückgekehrt. Sagt mir einfach, wer die Kapelle anbietet. Begreift ihr denn gar nichts? Das Blut spricht. Ich kann die alten Runen lesen, auch wenn ihr es nicht könnt. Asoyobala Umarile, El Nadarakuvar, in der Eileidensprache, durch die ewige Macht von Umaril sollen die sterblichen Götter niedergeschlagen werden. Ein Fluch auf die alten Feinde von Umaril und eine Drohung. Also, wie können wir Umaril aufhalten? Leider. Umaril kann nicht aufgehalten werden. Nicht ohne Hilfe der Götter. Nicht ohne die Reliquien des Kreuzritters. Ohne einen Helden sind den Göttern die Hände gebunden. Aber wer unter uns ist würdig, die Waffen des göttlichen Kreuzritters zu führen? Ich weiß nicht, wer Umaril aufhalten soll. Ich werde nach einem Reliquien suchen kommen. Ihr sucht die heilige Ausstattung von Pelinal Weißplanke? Ja. Die legendären Reliquien, die von alters her von mächtigen Kriegern gesucht wurden? Ja. Seid ihr des Rittertums würdig? Nein. Ja, ich bin ein würdiger Ritter. Ja, ich bin der Held von Quatsch. Nein, ich erhebe keinen Anspruch auf. Ja, ich bin der Held von Quatsch. Also dann, seid gegrüßt, Held von Quatsch. Dann will ich in den endlosen Chor der Lobpreisenden mit einstimmen. Sicherlich wird einer unter euren vielen Anhängern euch auf eure Suche nach den Reliquien des Kreuzritters den Weg weisen können. Die Reliquien des Kreuzritters? Die Waffen und die Rüstung von Alessias Gefährten Pelinal Weißplanke. Er erhielt sie von den 8 Göttlichen. Er ging allein in den Weißgoldturm, forderte den Eileiden-Magier-König Umaril zum Zweikampf heraus und erschlug ihn. Leider wurde Umaril nicht vollends vernichtet, sondern nur jenseits der Grenzen Nirns verbannt. Und jetzt ist er zurückgekehrt, um an den Göttern Rache zu üben, wie von Pelinal selbst vorausgesagt, als dieser im Sterben lag. Nur ein wahrer Ritter, der die heiligen Reliquien des göttlichen Kreuzritters führt, hat eine Chance, Umaril zu besiegen. Aber bedauerlicherweise für Tamriel sind die Reliquien des Kreuzritters seit langer Zeit verschollen. Wer soll jetzt noch bei der Suche nach den Reliquien Erfolg haben, wo doch die größten Ritter der Legende versagt haben? Umaril? Er ist der Feind aller, die heute frei auf Tamriels Boden wandeln. Ein Überlebender des alten Volks, der Eileiden-Sklavenhalter, die einst über Cyrodiil herrschten. Er wurde von Pelinal niedergestreckt,
Doch durch seine Kunst hatte sich Umaril an das Reich seiner Herrin, der Daedra-Fürstin Meridia, gebunden. So wurde er nicht getötet, sondern nur auf den Wassern von Oblivion ausgesetzt. Nun ist er zurückgekehrt, um sich an den Göttern zu rächen, die vor so langer Zeit dabei halfen, seinen Untergang herbeizuführen. Ja, komm, ich suche nach den Reliquien. Seid ihr des Rittertums würdig? Ja, ich bin ein würdiger Ritter. Dann habt ihr sicherlich keine Probleme, die Reliquien alleine zu finden. Ihr braucht offensichtlich weder menschliche noch göttliche Hilfe. Warum bittet ihr mich um Hilfe, wackerer Ritter? Suche nach den Reliquien. Seid ihr des Rittertums würdig? Nein, ich hebe keinen Anspruch. Ein demütiges Herz ist ein guter Anfang. Die Götter werden entscheiden, ob ihr würdig seid, die Reliquien zu suchen. Wie kann ich die Reliquien finden? Die Götter gewähren jenen Einsicht, die sie für würdig erachten. Warum und wie sie handeln, ist nicht voraussagbar. Eines kann ich euch sagen. Ritter, die nach den Reliquien suchen wollten, sind traditionsgemäß auf dem Pilgerweg gewandelt. Besucht die Wegschreine der neun Göttlichen, betet zu jedem Gott der Reihe nach und bittet um seine Gunst bei eurer Suche. Wenn die Götter euch für würdig erachten, wird euch ein Zeichen gewährt. Geht nun mit dem Segen der Neun. Pilgerpfad? Über den Pilgerweg zu wandeln, ist die traditionelle Weise, eine heilige Suche zu beginnen. Folgt der Karte, die ich euch gegeben habe. Besucht die Wegscheine der Neun, betet und wartet auf ein Zeichen. Okay. Wo haben wir die Karte? Arkai, Mara, Dibella, Akatosh, Milianos, Kynaret, Stenda, Zenita, Talos. Wenn ihr eure Sünden bereuen und euer Leben erneut den Göttern weihen wollt, betet an den Wegschein der Neun. Mögen die Neun eure Gebete erhören und mit zärtlich liebevollem Wohlwollen auf euch schauen. Ich habe mit einem mysteriösen Propheten gesprochen. Er sagt, ich müsse eine Pilgerfahrt zum Wegschein der Örtlichen machen, bevor ich die Suche nach dem Reliquien des Kreuzers beginnen kann. Damit ich die Schreine leichter finde, gab er mir eine Karte des Pilgerwegs. Sobald ich einen Wegschein für jeden der neuen Göttlichen besucht habe, werde ich eine Vision erhalten, falls ich als würdiger Ritter erachtet werde. Arkai wäre in der Nähe. Ist irgendwo hier, kann ich das irgendwie markieren? Ne. Mögen die Acht und Einer eure Schritte. Aber vielleicht bringt das was, wenn wir jetzt schon das mit der Ausrüstung von Pelinal da machen. Morgen. Dass wir dann jetzt schon eine richtig krasse Waffe kriegen. Mein Pferd, oder? Ich glaube schon, dass das meins ist. Nochmal auf die Karte. Okay, und das heißt, hinter der Herberge gleich ein bisschen weiter nach Norden dann. Da müssten wir dann den Wegschein von Arkai finden. Hier haben wir die Taverne, also jetzt dann nach Norden. Auf dem Hügel ist es wahrscheinlich, gehe ich mal von aus.
So, wo ist denn das? Kann ich das vielleicht schon erkennen irgendwie? Der Wolf soll mich in Ruhe lassen. Ja, der Wolf ist tot. Ja, okay, wenn der Wolf auch so doof ist. Ich glaube, der ist da hinten irgendwo. Was ist das da? So, Wegschein von Arkai. Ah, ja, okay. Haltet euren Körper und Geist in Ehren. Betet an meinem Altar in den Kapellen, um meinen Segen zu erhalten. Ich habe am Wegschein von Arkai gebetet. Die Pilgerfahrt. Okay, das nächste wäre dann Mara. Kurz vor Dingens. Skingrad. Hier irgendwo. Das ist noch Quatsch, okay. An Quatsch noch vorbei. So. Wie sieht das eigentlich aktuell mit meinen Skills aus? Schwertkampf schon bei 56, Blocken 32, Schwertrüstung 53. Ich frage mich, wie schnell ich es hier hinkriege, alles voll zu leveln, also auf Maximallevel zu kriegen. Die Gottschau-Herberge, da sind wir wieder. Zu den Waffen. Dein Kopf gehört mir, du Elend. So, was hast du? Ein Silberbogen. Silberpfeile. Okay, das ist nice, dass wir jetzt Silber haben. Was habe ich eigentlich für eine Ausrüstung? Das ist alles hier, Eisernen Bogen. Jetzt haben wir einen Silberbogen und ein Feinstahl-Langschwert. Und hier Klingenspur, also Beinschienen, Klingenhandschuhe, Klingenhelm, Klingenschild, Klingenstiefel.
Stahlbrustharnisch. Okay, also wir sind schon jetzt so weit, dass langsam Silbersachen kommen. So, wo befinden wir uns jetzt eigentlich? Bei Quatsch. Genau, Quatsch, Mara. Also Skindrad, vor Skindrad müssen wir hin. Ist doch ein bisschen weiter Weg. Beletors Eselei. Oh, ich bin hier falsch abgebogen. Nach Quatsch wollte ich jetzt nicht. Komm, spring da hoch. Wieso wollte er jetzt nicht springen? Wie lange wollen wir eigentlich noch den Pfeil deiner Schulter haben? So ein glatter Durchschuss und wir bewegen uns so, als wäre nichts gewesen. Wieso liegt da eine nackte Frau? Wer hat die denn da erlegt? Und ausgeraubt. Und hier noch ein Wildschwein. Akrobatikfertigkeit verbessert. Nachdem ihr viele Stunden lang verbissen geübt habt, zu springen und euren Fall zu steuern, seid ihr jetzt ein Lehrling der Akrobatik. Jetzt könnt ihr angreifen, während ihr springt oder fallt. Ihr könnt aber mitten im Sprung oder Fall keine heftigen Angriffe benutzen, sondern nur normale Attacken. Nice. Welche Stufe sind wir jetzt, Akrobatik? Akrobatik 25. Okay, nice. Okay, wer will mich hier angreifen? Du! Ich wärme dich gerade erst auf, du erbärmlicher Wurm! Warum sind so viele... Euer Schlimmstes! Warum sind hier aber wirklich so viele weibliche Banditen? Jetzt ist Schluss! Was hat die so? Lever können wir auch alles schön verkaufen. Verkaufen wir alles. So. Wo ist die Waffe? Da. Warte mal, was ist das denn für eine Statue? Wo genau befinden wir uns jetzt? Wo sollen Mara sein? Da hinten, also hinter der Kurve da. Und... Was ist das für eine Statue? Die will ich mir jetzt ansehen. Scheiß auf dem Bolzfeld.
Ist das eine Elaine-Statue? Oder Daedric? Oder? Okay, wer ist hier? Der Stretzbill? Ihr bewegt euch wie eine schwangere Kuh! So, auch alles einmal mitnehmen? Wir können auch bald nicht mehr viel tragen. Ich wollte schon sagen, hat die jetzt gar nichts an. Aber da ist auch Unterwäsche, zum Glück. Aber ich würde sagen, vielleicht machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.